Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video Rising Stars Folge 2. Und das erste Mal, dass wir ein Upgrade reingeben dürfen. Wir dürfen nicht nur die Spielerauswahl reingeben, nein, unser Bruder Haaland hat in der Zwischenzeit auch ein Upgrade bekommen, beziehungsweise eine neue Special Karte, einen neuen Impfform, den wir sofort in unser Team reinballern. Wie geil sieht denn diese Karte aus? Ich freue mich schon auf seine Team of the Group Stage Karte. 1,94 groß, 86 Tempo, der Körper, das ist so geil. Das ist, schaut mal seine Stats an, so krass. Und wer die erste Folge gesehen hat, er hat gesehen, alleine schon der 79 Impfform hat krank zerlegt. Hab mir sogar für ihn den Hunter gekauft für 13.000 Coins. Ciao Leben. Das ist Upgrade Nummer 1 und Leute, die Paarauswahl war richtig spannend. Grüße auch an Kalti. Sein Vorschlag mit Schoboschlei und Machinko hat richtig, richtig viele Daumen nach oben gegeben. Ich mache das auch mit Multiplikator, weil wenn ich etwas schreibe, dann kommen glaube ich auch automatisch mehr Likes. Deswegen habe ich mit 1,6 multipliziert. Leider Gottes ist er trotzdem nicht rangekommen an der Paarauswahl, die es geschafft hat. Messi jetzt nicht geschafft, Leute. Und zwar, Leute, aus zwei Bronzespieler werden zwei Silberspieler. Mwepu ersetzt unseren Bruder Kamara. Und ich habe es euch in der Folge 1 schon gesagt, Kamara war ein Monster. Das war so richtig der kleine Bruder von Kanté. Der war zu heftig drauf und ich hoffe, Mwepu ist ähnlich. Der war jetzt auch, glaube ich, Spieler des Spieltags, des letzten Champions League. Also nicht Spieler, der war in der Best-of, der war in der besten Startelf des letzten Champions League-Tages. Und der nächste Spieler ist Schobesberger. 90 Tempo, 4 Sterne Skills, 3 Sterne Spezialbewegung. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das neue Team spielen wird. Chemie haben wir, wo steht das? Wir haben 100 Chemie. Allerdings Mwepu hat die 7, Kamara hatte auch die 7. Ja, alle auf Full Cam außer im Webpo. Den werde ich auch noch den Cam-Style geben. Ich denke, Anchor werde ich den geben. Und ich hoffe echt, Freunde, dass ihr auch wie in der letzten Folge den Daumen nach oben smasht. Unterstützt mich doch mit dieser Serie, mit dieser Upgrade-Serie, wo ihr so viel zu sagen habt. Das Regelwerk schreibe ich euch natürlich wieder in den Kommentaren oder ihr schaut euch die erste Folge an. Und ich würde jetzt mal meinen, wir gehen in das erste Spiel. Nächste Folge ist schon Folge 3 und da kommt auch schon das zweite Spiel, das Mystery Ball. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Auf jeden Fall, wir suchen das erste Spiel. Alle Full Fitness. Ich muss auch noch mal schauen, wie ich spielen werde. Also, ich habe jetzt schon länger nicht mehr mit dem Team gespielt. Ja, ich glaube, so werde ich spielen. Ja, mit der Aufstellung. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Wir gehen ins erste Spiel. Oh, ich habe sogar gleich einen Gegner gefunden. Krass. Elfmeter Flanken geblockte Schüsse hat der Gegner. Ich weiß, steht das immer da oder steht das wirklich der letzte Gegner, dass er so drauf war? Wenn der Elfmeter hat, okay, dann, ja, dann ist er wahrscheinlich sehr offensiv stark. Schauen wir mal, was der für ein Team hat. Martial, der Bräune, Dembele. Oh, Leute, nein, meine Icon ist auch am Start. Oh, das wird schwer werden, Leute. Drückt nochmal jetzt einen Motivationsdaumen nach oben. Okay, Abfahrt. So, da ist er, Schobi. Oh, Haaland, Haaland! Das erste Tor von Haaland! Anstoßtor for the world! Haaland, Undermann, das ist so krass, ein Antritt, ne? 1-0 Haaland, 2 Punkte. Schöner Doppelpass. Hier sieht man es nochmal, leider nicht komplett. Wunderschön. Wir haben Testing bezogen. 1-0, so kann es weitergehen. Boah, Schobi, schön gemacht. Und wieder Haaland. Da ist er wieder, Haaland. Oh mein Gott. Hol dir den Assist. Nein, oh mein Gott, was ist mit dir los? Ich glaube, ich hätte abziehen müssen. Und wieder Haaland. Komm, 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 komm! 2-0 Haaland! Sag nicht, dass du jetzt schon quittest. 2-0 Haaland, 4 Punkte, Freunde. Krank! Also, oh, sein Impfform, der 82er ist wirklich, man spürt das, noch besser als der 79. Krass, ist das der Rage-Schnitt in der 10. Minute? Wird das eine kurze Folge? Nein, hoffentlich nicht. Hier nochmal die Wiederholung. Da war eine krasse Lücke. Abfahrt. Geil. Boah, da ist er. War das im Webpool? Ja, das war im Webpool, Leute. Stark gemacht. Aber Schobi immer anspielbar. Grüße an alle Fans von Rapid Wien. Hier ist er wieder anspielbar. Schobesberger ist echt stark. Komm, Haaland. Haaland, Haaland. Boah. Wie das denn Assist? Schobesberger, 3-0, der nächste Upgrade trifft und
Haaland mit der Vorlage diesmal. 3:0. 6 Punkte, weil Haaland die Vorlage gegeben hat. Krass! Geil! Komm, mach weiter. Bitte spiel weiter. Es ist das dritte Mal, wo er auf Start gedrückt hat. Er spielt weiter, Freunde. Wow! Mwepu, Vardy kommt rein. Da muss ich aufpassen, Freunde. Auf der Außenposition. Oh, krank! Und hier von außen. Abfahrt. Ich hätte, glaube ich, gleich passen müssen. Deswegen passe ich jetzt auf Haaland. Oh, das war zu leicht. Und jetzt. Oh. Rot. Das passt mir. Wahnsinn. Maschida. Was bist du für eine Maschine? Oh, ich nehme alles zurück. Rote Karte. Zweite rote Karte, Freunde. Ich glaube, bei 3 ist automatisch. Oh, bitte Haaland. Haaland! Was ist mit dir? Hattrick! Krank, der ist noch heftiger als letzte Folge. Warte, das sind 8 Punkte, Leute. 8 Punkte. Erling Braut Haaland. Legende. Er ist jetzt schon Legende. Sehr, sehr stark. Warte, das ist wirklich, wenn der einmal zum Abschluss kommt im Strafraum. Sehr stark und wieder Wahnsinn. Wahnsinn! Ich liebe ihn, Alter. Was ist das für ein Spiel, Freunde? Was ist das für ein verdammtes Spiel? Krank. Ich spiele, ja, fast nur Bronzespiele, aber diese Bronzespiele sind einfach overpowered as fuck. Mit dem rechten Fuß. Viertes Tor, wir haben 10 Punkte, Freunde. Das ging so ein Team. Einer Icon spielt. 0 Schüsse vom Gegner, 11 Schüsse von Pato. Und davon waren, glaube ich, 5 oder 6 Schüsse von Haaland. Unglaublich. Ich glaube, das ist sogar jetzt von 3 Gegnern der zweite Gegner, der 0 Schüsse hatte in der ersten Halbzeit. Und wer die erste Folge gesehen hat, der hat auch gesehen, dass auch die Gegnerteams meiner Gegner krass waren. Lücke, Lücke, Lücke. Und ja, das ist List, oder? Nein, das ist mein Bruder, mein 5-Star-Week, mein 5-Star-Skiller, mein, wie heißt denn der? Ismail, genau, sorry Ismail, dass ich deinen Namen vergessen habe. Das ist ein 6:0. Komm. Boah, ich glaube, der will, dass das Game offline geht. Dritte Rote. Ich weiß nicht, nach der dritten müsste doch ein Rage Quit sein, oder? Wenn das Viertel wäre, jeder würde reinschreiben, Fake oder so. Yes, 7:0. Und der Quit auch noch dazu. Weil ich glaube, das war jetzt die nächste rote Karte. Ich habe eigentlich schon auf das hingearbeitet. Wir haben gewonnen 7:0. Jetzt muss ich mir echt die Punkte ausrechnen. Das war einfach ein zu krasses erstes Spiel. Schreiben wir uns mal die Punkte auf. 10, 12, 14 Punkte, Leute. Erstes Spiel, 14 Punkte. Es wird halt jetzt 0:3 gewertet, aber trotzdem krank. Was ich halt persönlich mega, mega schade finde, ist, dass das hier trotzdem 0:0 steht, ne? So, der zweite Gegner, da haben wir jetzt länger warten müssen, ne? Da bin ich gespannt. Elfmeter Flanken, geblockter Schütze. Ich glaube, das stand doch beim letzten, oder? Ich weiß nicht, nach was das kategorisiert wird. Auf jeden Fall schauen wir uns den Gegner an. Wie sieht dein Team aus, Junghitters? Och, no. Wieder ein Van Dijk. Oi. Okay, Aguero, Vardy, Roy Keane. Also heute spiele ich nur gegen Icons anscheinend. Gut. Das heißt so, Leute. Wir müssen nehmen, was kommt. Gut, er möchte es killen. Ich möchte Tore. Oh, rot. Rot, bitte Van Dijk. Bitte Van Dijk, rot. Ich brauche dich nicht. Rot. Rot! Rot! Van Dijk! Ciao! Nein! Oh Gott! Was für eine Parade! Leute, das wird ein Schweizer Spiel. Zum Glück ist Van Dijk nicht mehr hier. Real Talk, zum Glück ist er nicht mehr da. Aber! Oh nein! Ich dachte, er ist drinnen! Okay, Leute, der klassische Konter. Und das klassische Tor. Vardy, 0:1 oder ja, 1:0 für den Gegner. Bitter. Trotzdem, ja, ich hätte den Ball einfach nicht verlieren dürfen. Ich muss wieder mehr über die Außen spielen. Bitte nicht. Ja, Körper. Du hast den Körper, aber ich habe einen gegnerischen Torhüter.
Alter, keine Ahnung, wer er ist. Forster, glaube ich. Guck mal, wie schnell. List. Chris Jericho. Chris Jericho. Runter. Jetzt aber Haaland. Jetzt aber Haaland. 1:1. Schön. Ich schließe aber die ganze Zeit mit dem rechten ab. Mit dem rechten Fuß. Trotzdem, die Maschine Haaland. Wunderschön. Ja, gleich direkt genommen. Boah, Gott sei Dank. 1:1. Nein, nein, warum? Warum? Das war halt Bronzespielerfehler. Das ist halt typisch Bronzespieler. Immer bei den hohen Bällen. So bei den Flachpässen ist es kein Problem, aber hohe Bälle ist schon problematisch. Aber ich habe mehr Schüsse. Das ist schon mal, ja, das baut mich schon mal ein bisschen auf. Aber ja, wir müssen weitermachen. Jetzt aber. Jetzt aber bitte, bitte. Ja, 2:2. Leute, ich habe Kopfweh, weil ich mich immer so freue. Ismail, heute glaube ich schon sein drittes Tor. Und ja, extrem viele Vorlagen hatte er. Sehr gut. Ich dachte wirklich, guck mal, ich dachte, das geht so nicht aus. Ich dachte, der Bode wird den haben. Rot. MWP. Gelb-rote Karte. Gerade. Oh oh. Ja, oh mein Gott, 2:3. Oh mein Gott, wer war das? Chris Jericho? Das war wieder Ismail. 2:3. Oh, bitte quitte oder irgendwas. Mach doch irgendwas. Geh raus, mach alles. Aber bleib nicht mehr da. Ich will nicht mehr. Das Spiel ist echt schwitzerhaft, Leute. Das ist echt ein Schwitzerspiel. Aber schön gemacht, schön. Ich war frei, ich war frei. Ich dachte, ich habe nämlich noch gewartet. Ich dachte, er bewegt den Torwart noch. Komm, komm, komm. Komm! Komm! Ja! Was für ein Lupfer! 2:4. Ich hätte echt nicht gedacht, jetzt nach meiner roten Karte. Kiwomia? Heißt du so, Bruder? Was für ein Lupfer. Wie mutig war das gerade von mir? Krank. Ui, 2:4. Alter, wirklich mutig. Das war echt mutig. Schöner Lupfer. Unglaublich. Ich habe so nicht mehr mit dem Sieg gerechnet. Nein, 2:4 gewonnen, Leute. Das war richtig Kampf. Das war richtig Krampf. Das war aber ein fettes GG an mich. Ich bin so glücklich, dass wir gewonnen haben. Unglaublich. Haaland hat doch sein Tor. Ich habe das ganz vergessen. Aber Ismail hat 2 Tore, eine Vorlage. Leute, wir sind wieder bei 17 Punkte. Wieder den einen oder anderen Spieler perfekt upgraden. Und ja, ich mache mir jetzt erstmal einen Kopf darüber. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde. Also, so sieht unser Monster-Team bis jetzt aus. Und nochmal, also wer jetzt die Folge 1 und Folge 2 gesehen hat, es funktioniert extrem gut, wer unsere gegnerischen Teams gesehen hat, ja? Ich würde euch jetzt 2 Paare vorstellen. Und bei einem Paar ist sogar eine Inform am Start. Lundstram würde für Jones in die Mannschaft kommen. Wenn man sich die Werte vergleicht, ist das ein deutliches Upgrade, außer dass Jones schneller ist. Aber Physical ist krass, Defensivwert ist krass. Also das wäre ein deutliches Upgrade, ist Engländer, sehr, sehr gute Stats und Inform. Hier Marcinko, also Grüße an Kalti, ein gutes Upgrade gegenüber Clem, obwohl ich mit Clem auch hochzufrieden war. Aber wenn man hier die Werte vergleicht außerhalb des Tempos, wieder ein Upgrade. Dann gibt es noch die zweite Seite, bei dem ist es dann so, ich würde Ismail als RS spielen. Ismail, ihr habt die Folgen gesehen, zu krass ist er abgegangen. Ich würde ihn freiwillig Offcamp spielen, auf RS und würde statt List, statt Chris Jericho, Bakuisen einstellen, ja. Dadurch, dass aber Ismail auf der Position steht, muss ich auf Ismail rechnen. Wobei, es würde sich im Grunde genommen auch ausgehen, da wäre ich genau auf 17. Dann würde ich Bakuisen reingeben, den hatte ich sogar bei United, jetzt ist ein bisschen Flashback im Kopf. Und hier ein guter Rechtsverteidiger statt Fujitani, okay. Also hier auch finde ich ein deutliches Upgrade, sehr, sehr ausgeglichen finde ich, bis auf dass er halt eine Special-Karte ist. Trotz allem, ihr dürft entscheiden, Paar 1 oder Paar 2 oder ihr habt eine bessere Idee, dann schreibt 2 Spieler in die Kommentare, ihr müsst aufpassen, 17 Punkte, wir dürfen nicht über 17 Punkte kommen und ihr als Community könnt euch gegenseitig hochliken, ihr wisst, wie der Hase läuft. Würde mich natürlich über ein fettes Daumen nach oben freuen oder fetten Daumen nach oben, genau so ist es. Schönen Tag noch, Leute, morgen kommt das nächste Video. Ciao.